Romanfilm, ja? In Opernring mit Kippur. Was war Ihr erster Film mit Kippur? Ja, der erste Film, das war Mein Herz ruft nach dir. Ach, ja, auch mein erster Film. Wurde aber nicht hier gedreht. Nein. Nein, das war in Babelsberg, in Berlin. Ufa. An diesen Film habe ich eine ganz genaue Erinnerung sogar. Vor jeder Szene ging ich nun in seine Garderobe, das heißt, also vorher klopfte ich an und dann rief er herein. Ja, er rief eigentlich immer herein. Trotzdem, denn wenn ich reinkam, saß neben ihm immer eine ganz gewisse Dame. Oh ja? Ja, und das waren, na, warten Sie. Ich weiß nicht. Das waren Sie? Nein. Aber ja, natürlich. Nein, ich weiß bestimmt nicht. Aber weil so begann doch die Liebe. Martha. Ja, aber die Liebe, die begann viel später, weil am Anfang waren wir doch im Krieg. Aber, ach, aber so. Es möchte mich interessieren, wer war diese Dame? Ja, also ich habe nur Sie gesehen. Na, ich weiß nicht. Jedenfalls, wir waren doch gar nicht am Anfang befreundet. Warum? Im Gegenteil, wir haben uns gehasst. Warum? Weil er kam von der Wiener Staatsoper und La Scala und die alle Opern. Er hat gesagt, ja, was, ich werde doch nicht mit dieser kleinen Martha Egger Duette singen. Ich wollte so. Mit der Maria Jeritza und mit der Lotte Lehmann und mit den Größten gesungen haben. Mit dieser Kleinen, da wäre ich keine Duette. Natürlich, dass ich das nicht gerne gehabt habe. Ich war wütend auf ihn. Jeden Abend bin ich nach Hause gegangen, habe meine Mutter gesagt, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Ich kann ihm nicht aufstehen, ich mag ihn nicht. Und meine Mutter. Mami hat immer zu Ihnen Mausi gesagt. Mausi, ja, ja, das ist der ja. Und ich nannte sie Monika, meine Mutter. Und wie hat mich der Jan immer genannt? Ja, Lingele. Hat nie gesagt Lingele, er hat gesagt Lingele. Ja, er hat sie sehr geliebt. Wirklich. Na, no, also jedenfalls, und ich war wütend zu Hause immer auf Jan und meine Mutter hat gesagt, na, ich glaube, du hast ihn nicht, ich glaube, du bist eher in ihn verliebt. Ach. Natürlich habe ich es bemerkt, ich war in ihn verliebt und wusste ich nicht, wie weit seine Sympathie zu mir wie weit geht, das war. Ja. Also jedenfalls, dieser Film war in drei Versionen gedreht, in Englisch, Deutsch und Französisch. Ja. Und die zwei Damen in Englisch und Französisch waren andere und ich war die deutsche Version. Jetzt kam zu einer großen Liebesszene mit Kuss. Und Jan war sehr immer bewusst für Gesundheit und Ansteckungen und so weiter. Natürlich, ein Sänger muss ja so leben. Ja. Und da kamen diese großen Kussszenen mit der Französisch. Ja, da müssen Sie aber sagen, dass Jan alle drei Versionen gespielt hat. Ja, er hat alle drei Versionen. Deutsch, Französisch, oh ja, 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 ja. Das also mit hat er allen drei Partnerinnen. Ja, und alle drei hat er geküsst. Ah, ja. Und nach dieser großen Kussszene, sagen wir die französische Version, da war so eine spanische Wand aufgestellt, da war sein Sekretär hinter und mit irgendeinem Wasser oder was das war. Und ich habe nur gehört, dass er gemacht hat. Ach, er hat gegurgelt. Er hat gegurgelt nach allen Kussszenen. Ja. Und dann kam die englische Version. Nach der englischen Version hat er auch wieder gegurgelt. Wieder nach der Kussszene. Und dann kam ich. Ah ja, und? Na. Nach dem Kuss? Nach dem Kuss. Was? Hat er nicht gegurgelt. Ich habe